Hallo und willkommen zurück zu Enderal. Für mich ist es jetzt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Eine knappe Woche etwa. Für euch sieht das jetzt nicht so aus, weil ich etwa jeden Tag zwei Teile online stelle. Aber wenn ich halt übers Wochenende spiele, dann sammelt sich da immer so ein bisschen was an und ich will die nicht alle gleichzeitig rausknallen. Und ja, die letzten Tage war ich mit was anderem beschäftigt. Und in der Zwischenzeit hat es jetzt auch noch einen Patch gegeben, Patch 1.1. Und da wurden ein paar Sachen behoben. Unter anderem soll man jetzt wohl die Symbole wieder einsammeln können. Zumindest steht das eine bei Alt-Shirat so da, dass man das einsammeln könnte. Ob das jetzt funktioniert, ist natürlich die andere Frage. Müssen wir wieder hin, gucken und schauen. Wir gehen aber jetzt erstmal hier in das Labor. Das war ja diese Quest, die noch offen war. Da sind natürlich noch haufenweise andere Sachen gefixt worden, aber die wenigsten Sachen sind jetzt, die mich ja irgendwie selber betroffen hätten. Deshalb, ja. So, da haben wir jetzt einen Schlüssel für gehabt. Ich glaube, dieses... Das können wir ja gerade mal ausprobieren. Das Exploit-Ding ist, glaube ich, nicht gefixt. Ne. Wenn wir das zu schnell machen, wird das sogar abgebrochen. Okay. Ist auf jeden Fall nicht behoben worden, ist noch immer kaputt. Ach so, ja, genau, das Quick Travel in der Stadt, das wurde behoben. So, dann wollen wir mal. Einer ist gestorben. Alle tot. Da geht's jetzt runter. Das. Ein Pilz, oder? Nee. Ist nur eine... Wenn es ein Pilz ist, dann kommt man da nicht ran. Das Wasser sieht so ein bisschen aus wie Quecksilber. Als Reflexion macht das eigentlich gar keinen Sinn. Da ist ja nichts, was reflektiert werden könnte. Aber für einen Pilz wird sich das zu sehr verteilen. Wo ist denn da der Himmel, der da reflektiert wird? Aber... Ne.
Okay, dann gucken wir mal. Jetzt habe ich hier natürlich auch die... den Kram durch die Gegend fliegen lassen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Nicht besonders viel. Er hat sich schon jemand die Mühe gemacht, hoffenweise Krams zusammenzusammeln. Dann können wir das nicht mitnehmen. Macht wenig Sinn. Bisschen doof gemacht. Da haben wir noch einen Runendolch des Hinterhalts. Ja, aber grundsätzlich, das war eher... Da finden wir in jedem Wald mehr als im Alchemielabor. Da ist aber auch nichts Geheimes hinter. Gegner sehe ich jetzt hier keine. Probe. Forschungsberichte. Die bis dato auf Enderal unbekannte Pilzart vermehrte sich in den Kübeln des Labors der Festung Nebelwacht erstaunlich rasant. Der Händler hatte schon Bedenken, ob die Spuren die lange Lagerzeit überhaupt überstanden haben, daher wohl auch der günstige Preis. Nun habe ich eine erste Kolonie in einer von Felsen geschützten Ecke im umliegenden Wald angepflanzt, um den Wachstumszyklus in freier Natur zu untersuchen. Daher zum eigentlichen Forschungsbericht. Freda, 16. des Aufbruchs 8165 nach Sternenfall, glaube ich. Äußerlich betrachtet lassen sich die Pilze in einem rötlich bis violetten und einem bläulich bis türkisen Typus unterscheiden, wobei es sich um männliche und weibliche Ausprägungen handelt. Ein dünner Stiel trägt den Fruchtkörper, welcher je nachdem, wie viele Nährstoffe im umliegenden Boden vorhanden sind, flach ausgebreitet oder konig zulaufend ist. Im späteren Stadium verholzt der Stiel, um das steigende Gewicht der Fruchtkörper zu tragen. Der weibliche Pilzling mit blau-türkiser Färbung kann in der Höchstphase seines Wachstums weitaus größer werden als ein Troll. Es ist erstaunlich, dass die eher dünnen Stängel derart robust sind. Aus der mit Lamellen besetzten Unterseite des Fruchtkörpers sprießen in der erwachsenen Form längliche Fäden heraus, welche die Pilzsporen in sich tragen. Diese rieseln bei Reife auf die meist umliegenden kleineren männlichen Pilze, die ebenfalls Sporen aussondern. Aus dieser Kombination entsteht wiederum ein neuer Mutterpilz. Es ist anzunehmen, dass der Wind oder die umstreunenden Tiere dazu beitragen werden, dass weibliche und männliche Sporen in einem weiten Umkreis verstreut werden, weshalb sich neue Kolonien in der Wildnis rasch ausbreiten könnten. Darauf muss ich weiterhin achten, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. Augenscheinlich
befindet sich der größte Teil der Pilzmasse an der Oberfläche. Doch der Eindruck trügt, ein wurzelartiges Geflecht durchzieht den Boden. Eigentlich handelt es sich dabei um den wirklichen Pilz. Denn die Auswüchse, welche die Erde durchstoßen und emporwachsen, dienen nur der Fortpflanzung. Das hell schimmernde Wurzelgeflecht scheint so gut wie alles Lebendige zu verdauen, seien es Tiere, Pflanzen oder andere Pilze. Mondas 20. des Aufbruchs, 8165 nach Sternfall. Bei meinem letzten Rundgang um meine in freier Umgebung angelegten Plantage konnte ich sogar feststellen, dass ein umliegender Baum von den Pilzen befallen wurde. Parasitäre, violett leuchtende Adern wandern von den Wurzeln über die Rinde bis ins Geäst. Es ist wirklich unheimlich, wie weit die Pilzwurzeln unterirdisch gewachsen sein müssen. Ich werde in wenigen Tagen zurückkehren, um zu schauen, wie die verschiedenen Gifte, mit denen ich den umliegenden Nährboden der Pilze beträufelt habe, gewirkt haben, um anschließend von der Plage zu berichten. Mit dem wirkungsstärksten Gift werde ich die verbleibenden Pilze mit Leichtigkeit vernichten können. Unsere Auftraggeberin, die Edeldame aus dem Hause Dal Minas, wird beeindruckt sein, wenn ich als fähigster und mutigster Apothekarii diese seltsamen Pilze erfolgreich bekämpft habe. Naja, es wird ja, so wie das geschrieben ist, kann das ja schon nicht erfolgreich sein. Turdas, 23. des Aufbruchs, 8165 nach Sternfall. Es ist unvorstellbar, die potentesten Gifte, die im Labor der Nebelwacht Wirkung gezeigt hatten, scheinen im Freien keinerlei Wirkung zu entfalten. Im Gegenteil, meine angelegte versteckte Pilzplantage ist nun nicht mehr versteckt, sondern schon vom Wegesrand sichtbar. Es wurden auch weitere Bäume befallen. Ich, Tölpel, muss schleunigst weiter forschen, bevor meine Auftraggeberin und die restlichen Apothekarii mir bei meinen Schaffen auf die Schliche kommen. Sunda, 26. des Aufbruchs, 8165 nach Sternfall. Wem mache ich etwas vor? Es ist vergebens. Meine Überheblichkeit kostet mir und meinen Nachkommen alles. Die Pilze haben sich zu einer nicht bekämpfbaren Plage entwickelt. Zwar wurde mein Experiment noch nicht mit dem Ausbruch in Verbindung gebracht, doch ich verliere alles, was mir wichtig ist. Mein Sohn wird hier nicht in meine Fußstapfen treten können. Ich werde mit ihm fliehen, damit er nicht in Zukunft die Schuld für mein Versagen wird tragen müssen. Ebenso verliere ich meine Gesundheit, mein Körper zerfällt zu lange, habe ich die Spuren dieser grässlichen Pilze eingeatmet. Pirinha Dalminas, meine große Liebe, ich werde dir nie wieder in die Augen schauen können. Um dich zu beeindrucken, schuf ich dieses Unheil, weil ich dachte, ich könnte es bändigen, weil ich dachte, ich könnte ein Held sein. Doch ich habe mich getäuscht. Die Pilze sind weitaus mächtiger, als ich für möglich gehalten hätte. Sie durchdringen das Erdreich, verpesten das Wasser, verschmutzen die Luft, sogar das Wetter scheint sich ihnen zu beugen und schützt sie mit einer dicken Wolkenschicht gegen die Sonne, welche meine letzte Hoffnung war, um die Pilze auszutrocknen. Es tut mir leid, dass wir fliehen müssen. Mein Sohn, es tut mir leid, Firinja, dass meine Liebe zu dir mich hat blind werden lassen, blind für mein Versagen. Es tut mir leid für jedes Lebewesen, welches dem verseuchten Teil des Waldes zum Opfer fällt und fallen wird. Es tut mir so unendlich leid. Aha. Wir haben also zwei Optionen, das zu beenden. Proben und Berichte zu Balhes Zell in der Unterstadt bringen oder sie ihrer Gefahr wegen bei den Apothekari im Sonnentempel abgeben. Probieren wir beides mal aus. Da kommen wir aber jetzt, glaube ich, in die andere Zone rein, wo es wesentlich länger war. Na, ist egal, jetzt laufen wir hier durch.
Da war eine Sackgasse. Müssen wir wahrscheinlich zwei weiter. Da. Genau. Damit wären wir hier durch. Und als nächstes stünde dann auch an, ich meine, wir könnten hier auch noch den Norden erkunden. Gerade noch auf. Ebelwacht. Die Quest hieß das trostlose Feld. Ja, das hier sollten wir ja auch noch erkunden. Oder aber wir geben das jetzt mal ab und machen das hier erstmal. Wobei. Erkunden wir mal hier weiter im Norden das. Dann können wir das andere in der Stadt. Oder? Habe ich. Ne, ich bin auch fast voll. Wieso bin ich fast voll? Ich weiß nicht mehr, was ich da als letztes gemacht habe. Dann müssen wir sowieso zur Stadt. Okay, dann machen wir das mal. Dann werde ich mal zur Tempelanlage teleportieren. Teleport. Zum Sonnentempel. Und dann werden wir mal beides ausprobieren, abzugeben. Euer Mana bestimmt, wie viele Zauber ihr wirken könnt, bevor euer Geist erschöpft ist. Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht. Ja, ja, inskribieren und so, ich weiß. Milam, warum das? Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. Die du transkribieren solltest. Das ist ja gut. Ja. Hast du eigentlich schon diese neue nirimesische Magierin gesehen? Hegast, oder wie sie heißt. Und wo soll man da jetzt hin? Da hin. Ja, das ist doch die Star. Ich habe da etwas, das euch interessieren dürfte. Thorius Balthas Pilz geben. Und was? Das ist harter Tobak. Ihr tatet gut daran, uns den Pilz zu übergeben. Oh. Wer weiß, was er in den Händen dieses alten Mannes noch hätte anrichten können. Eine Pilzplage in Ark, das wäre... Puh. Ihr wisst, was ich meine. Hier, nehmt das als Geste unserer Wertschätzung. Ich denke, das ist das Mindeste. 100 Groschen, Schlammelementar. Erst einmal werden wir ihn in sichere Verwahrung geben. Ein besonderes Behältnis, das verhindert, dass seine Sporen in irgendeiner Art und Weise Schaden anrichten können.
Dann sehen wir weiter. Aber vermutlich wäre es das Sicherste, ihn zu verbrennen. Wir werden sehen. Ich danke euch. Schreitet wohl und möge euer Weg stets eben sein. Aha. Dann geben wir das jetzt anders ab. Milam, warum das? Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. Kann sie nicht mehr hören. Das war allerdings in Skyrim auch schon genauso nervtötend. Ja, wobei, da ist es nur an einer Stelle gewesen, wo man immer da vorbeigelaufen ist. Das war dann nur einer, der zu einem gesprochen hat mit... Wind, ne, Magic, wie ist das? Ganz im Norden. You've got the aptitude. Oder so. Gehen wir da durch, dann ins Adelsviertel. Ganz am Anfang, dass als man im Schiff war, mit von wegen mag euch jetzt oder sowas, da haben wir ja auch gar nichts mehr von gemerkt. Das war wahrscheinlich dann auch entweder ein Relikt aus Skyrim, was sie vergessen haben rauszunehmen, oder da sollte man mal, sollte euch mal verlaufen? Was draus werden, was sie dann wieder verworfen hatten. Wegelose überall. Der Unterstadt. Das stand da Unterstadt, oder? Moment mal, da ist wer. Uns überladen. Ist ja auch schon. Okay. Ja, stimmt. Das war ja. Meinte er, den sollten wir hier treffen. Ah, da seid ihr ja. Und? Hattet ihr Erfolg? Noch nicht. Ja, und ihr hattet recht. Euer Großvater hat die Pilzplage herbeigeführt. Ich wusste es. Und warum? Bitte, es muss doch einen Grund dafür gegeben haben. Einen, der das alles erklärt.
Ja, euer Großvater wollte diese Adlige beeindrucken. Er dachte, er könne die Plage auslösen, anschließend wieder eindämmen und so als Held darstellen. Es war ein Unfall. Er und die Apothekarie standen kurz vor dem Durchbruch und er ist übereifrig geworden. Na, das hier. Was? Das? Beim Namen der Sonne, das kann ich nicht glauben. Was ist mit dem Forschungsmaterial? Habt ihr die Proben? Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Hescels von dieser Schande reinzuwaschen, dann muss ich sie nutzen. Der Pilz hat das Potenzial, das weiß ich. In Arkütien Spuren herum zu experimentieren, ist verflucht gefährlich. Mein Großvater war ein Narr. Und ich bin es nicht. Bitte. Ich kann mir vorstellen, wie sich das für euch anhört. Aber ich weiß, was ich tue. Ich brauche die Proben, sonst nehmt ihr mir die Möglichkeit, meinen Namen reinzuwaschen. Na schön, ihr habt ja die Proben. Ja, aber die Karie bekommen den Pilz. Alles andere wäre zu gefährlich. Aber... Ich sehe schon. Ihr meint, Weltenretter spielen zu müssen. Aber schön. Man soll mir nicht nachsagen, ich stand nicht zu meinem Wort. Hier ist euer Sold. Jetzt lasst mich in Frieden. Ja. Soll euch doch der schwarze Wächter holen. Aber das ist es. So macht es am meisten Sinn. Jetzt kann ich immer noch zum Tempel gehen und das da abgeben. Spawn jetzt? Ist ja auch bescheuert. Oder hier bin ich noch nicht dran gewesen, da würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich so ein rumliegendes Buch nicht mitgenommen hätte. Die sind auch alle leer. So, zurück im Adelsviertel. Jetzt zum Tempel. Voran, ja. Ja, ja. Aber schon richtig. Voran, mit Ruhm und Ehre. Die Lanzen voraus. Habt ihr euch verlaufen? Na, hier hätte ich jetzt, glaube ich, auch einen Dings nehmen können, einen Wegweiser, wenn die ja jetzt nicht mehr kaputt sind. Jetzt bin ich schon da.
mich jetzt gar nicht dran erinnern, da diese Ruinen da hinten gesehen. Naja, okay, ne. Das ist ja leider nicht besonders repräsentativ, was man da sieht. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Berg das sein soll, weil wir ja gar nicht draußen sind, sondern in so einer Fake-Draußen-Welt, sage ich mal. Vielleicht können wir hier auch erstmal ganz gut Sachen verkaufen. Ahoi! Was? Was? Und was? Das ist harter Tobak. Ihr tatet gut daran, uns den Pilz zu übergeben. Hier, nehmt das als... Erst einmal werden wir... Dann sehen wir weiter. Ich danke euch. Schreitet wohl. Und möge euer Weg stets eben sein. Jetzt haben wir jedenfalls zu viel zum Laufen. Dann gucken wir mal bei den Zauberbüchern. Blitzrune. Zeigt mir euer Angebot. Gerne doch. Hat der irgendwas? Nö. Teleport nach Ark könnten wir hier theoretisch kaufen. Wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt. Zucker. So, dann verkaufen wir mal. Ja, Stäbe kann man hier verkaufen. Würde ich sowieso nicht benutzen. Weg damit. Den brauche ich eigentlich auch nicht mehr, weil ich den ja selber einfach reduzieren kann. Magielichts brauchen wir auch nicht mehr, die auch nicht. Und damit ist er auch schon wieder pleite. Ja. Schreitet wohl. Nichts zerlegen. Ja.
Es muss doch irgendeine Lösung dafür geben. Nö. Schreitet wohl. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen anderen Händler hatten. Ich glaube, hier nebenan war noch irgendwas. Speicher. Wäre nicht eine Schmiede. Rüstkammer. Hm? Ihr seid? Natürlich. Bohrer. Okay. Die hat haufenweise Gold. Gar nicht so schlecht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Da könnten wir auf jeden Fall noch ordentlich was verkaufen. Ich glaube, ich hatte ja auch noch Gegenstände, die ich nicht losgeworden bin. Weil die Händler alle kein Geld hatten. Die können wir hier leider auch nicht verkaufen, aber davon was. Ja. Naja. Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Ah, inskribieren. Natürlich. Ja, okay, da will sie das meiste nicht von haben. Ach, das war das mit dem Schmieden. Die wollte ich gar nicht verkaufen. Schreitet wohl. Ja, okay. Ja, dann nutzt es nichts. Dann müssen wir gleich Ahoi. Adelsvölker gucken. Die lege ich jetzt erstmal wieder zurück, bevor ich die versehentlich verkaufe. So. Ah, nee, Feuerball wollte ich behalten. Feuerzorn. Weil ich Feuerball, wie ich vorher schon meinte, wahrscheinlich auch nicht benutzen werde, weil es sich einfach nicht lohnt. Meine Pfeile sind mittlerweile, denke ich, so stark, dass sie alles wegbuttern. Ja, ich glaube, einen Händler haben wir jetzt hier so gar nicht mehr, das war das schon. Na gut, dann gehen wir ins Adelsviertel. Und das müssten wir jetzt über dieses Ding da machen können. Ohne dass wir XP bekommen. Ja. Adelsviertel.
Es wird auch solche geben, die ganz und gar von ihrem Pfad abweichen und ihr Leben in Untreue und Bösartigkeit verbringen werden. Diese werden von den Wegestreuen mit dem Schwert gerichtet oder sie werden als verloren. So ergreifend. Ja, ja, so ergreifend. Dann gehen wir mal. Zwischen Unra. Nee. Da. Schreitet wohl zum Gruß, hallo, euch hier zu... Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Mhm. Naja. Zauberbücher noch verticken. Und damit hast du auch kein Geld mehr. Wer seid ihr? Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Bin der böse Butzwein. So, dann verkaufen wir hier noch die Ringe, wenn es geht. Boah, seid ihr Jäger? Ihr seid Abenteurer, oder? Guten ihr Tag, mein Freund. Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Natürlich, lasst euch Zeit. Und gucken, ob der hier jetzt irgendwas noch hatte. Oh, das geräumiger Rucksack. Handwerk erforderlich 50. Ah. Interessant. Lavendel. Wegestreuer Helm. Ja, reizen tut mich das ja schon. Räumiger Rucksack, 50. Na gut, wir verkaufen Zeug. Leider keine Ringe. Sichere Straßen euch. Die müssen wir dann wahrscheinlich beim Schneider verkaufen. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Ja, ist eine tolle Rüstung, die ich da trage. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es unsere Stadt. Dann gehen wir mal zum Marktplatz. Gold. Wie viele Punkte? Handwerkspunkte 20, Lernpunkte aber gar keine. Wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Viele der euren werden es gehört haben. In Kyra herrscht Krieg. Schön euch zu sehen. Sünder, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Frischer Fisch und mehr Getier. Ja, all dies, das gibt es. Da gehen wir. Der Marktplatz, der wirkt noch recht belebt. Im Vergleich zu den anderen Ecken. Da. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt. Seht selbst!
14% mehr Schaden. Ah, das klingt schon ordentlich. Das behalte ich mal. Die beiden wollte ich eigentlich auch behalten. Das ist Mumpitz. Das auch. Auch. Und damit ist er eh schon wieder pleite. Naja, dann passt das, ja. Dann haben wir auch verkauft. Legen wir wieder den Kram in die Kiste. Können wir hiervon noch Kram weglegen. Ich reduziere das mal stark. Falls ich davon was brauche, habe ich dann was, aber bei den meisten Sachen glaube ich nicht, dass ich die benutzen würde. Also reicht auch eins für den Fall mitzuhaben, oder dass ich weiß, dass es sowas gibt. Trankmischertrank. Standard. Bei den Unsichtbarkeitstranken kann ich wahrscheinlich schon mitnehmen, wenn man davon wenden mehrere brauchen würde. So, dann. Nee. Können wir davon was weglegen? Also alles. Sind wir nochmal bei 197. So, 141. Passt, würde ich sagen. Die können wir essen. Habe ich hiervon irgendwo super viel? Ja, Äpfel. Na gut, das ist jetzt. Anapilz. Wiegen halt auch nicht besonders viel. Haben wir von irgendwas viel, was auch viel wiegt? Ja, Wein. Ja. Damit sind wir, denke ich, wieder bereit, um weiterzuziehen. Ja, einfach nur rum und dann gehen wir jetzt nach Süden raus und werden beim nächsten Mal hier Captain Bly töten. Darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Südviertel. Bitte nicht crashen, bitte nicht crashen. Ich habe nicht gespeichert nach dem Verkaufen. Misser? Was? Misser? Pizza.
So, dann wollen wir doch mal sehen. Ab ins Herzland. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier auch erstmal einen Schnitt. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal dieses nächste Gesucht in Ark vornehmen. Captain Bly heißt der Gute. Und ja, es wird wahrscheinlich auch nicht besonders lange dauern. Können wir vielleicht noch gucken, dann beim nächsten Mal, dass wir ein Haus erstehen. Denn Geld habe ich ja jetzt auch extrem viel. Ich hatte ja auch noch einiges auf der Bank liegen. Naja, gut. Schauen wir dann. Bis denn!